Guten Morgen. Wir fangen dann an. Liebe Piraten, kommt alle in die Halle rein. Wir starten jetzt mit dem Landesparteitag 15.2 hier im schönen Bürgerhaus in Mainz-Kastell. Ich würde ganz zu Anfang gleich einen Dank an den Hausmeister, der uns hier gestern länger drin lassen arbeiten hat, und an die Kollegin von der Volkshochschule, von der wir das Internet hier bekommen können, sagen, dass das hat ziemlich gut geklappt gestern mit dem Aufbau. Und ansonsten würde ich jetzt mit der Versammlungsleitung auch direkt darum bitten, dass wir einen Versammlungsleiter für den heutigen Tag wählen, und bitte da um eure Vorschläge. Ich würde da den Jürgen Erkmann vorschlagen. Ja. Gibt es weitere Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Christoph, kandidierst du als Versammlungsleiter? Okay. Dann bitte ich um Abstimmung. Wer ist dafür, dass Jürgen Erkmann Versammlungsleiter wird? Gegenprobe, wer ist dagegen? Dann bist du mit großer Mehrheit zum Versammlungsleiter gewählt. Vielen Dank, dass du das machst, und ich übergebe die Versammlungsleitung an dich. Ja, wunderbar. Ich bin zu hören. Okay. Dann ernenne ich erstmal meine Versammlungshelfer. Das ist zum einen die Sandra, das ist zum anderen der Christian im Front Office. Gibt es da Einwände dagegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir werden im Moment noch auf einen Beamer verzichten müssen. Ich hoffe, das wird sich im Laufe der Versammlung noch klären. Und wir kommen erstmal zu der Abstimmung über Streaming, Audio- und Videoaufzeichnung sowie deren Veröffentlichung. Ich bitte jetzt um die Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Eindeutig dafür, also es wird gestreamt und es wird auch veröffentlicht, und Audio dürfen wir auch. So, und dann kommen wir zur Abstimmung. Na, meine Lieben. Na, so früh, da wollen wir doch nicht anfangen, gleich laut zu werden. So, jetzt kommen wir über die Abstimmung der Tagesordnung. Es gibt zwei Alternativen. Einmal die zwangsläufig offizielle Abstimmung des Vorstands, und einmal hatte ich mir die Freiheit genommen, selbst eine einzustellen. Ich hoffe, ihr habt sie alle gelesen. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Unterschiede eingehen müssen, würde das aber, wenn es da Fragen gibt. War klar. Super. Gut, also in der offiziellen Tagesordnung stand noch drin Zulassung von Gästen. Das ist natürlich blödsinnig, weil wir das in der Satzung per se zugelassen haben. Das können wir auch jetzt ad acta legen. Es ist hinzugefügt worden, ein Top Anträge betreffend die Wahl und oder Zusammenstellung oder Kandidatur der Top 6, 7 und 8, das ist Vorstandswahl, Schiedsgerichtswahl und Rechnungsprüfungswahl, vor den Top-Wahl des Landesvorstands. Außerdem wurde hinzugefügt ein Top Abstimmung über positionierende VMBs, das steht in unserer Satzung. Und hinzugefügt wurde ein Top-Nachwahl der Rechnungsprüfer, ebenfalls am Anfang, und Erweiterung des Top-7s, Bericht des scheidenden Landesschiedsgerichts, Wahl der Richter, Wahl der Ersatzrichter. Das sind die Unterschiede zwischen den beiden. Und da das eine konkurrierende Abstimmung ist, machen wir jetzt etwas ganz Schönes. Wer ist für die erste Tagesordnung, das heißt die vom Vorstand? Ist klar. Wer ist für die zweite Tagesordnung? Dankeschön, jetzt kommt ein Schmankerl. Wer ist für keine von beiden? Gut, damit hat die Mehrheit damit hat die Mehrheit die zweite Tagesordnung, über die stimmen wir jetzt ab. Bitte, wer ist für die zweite Tagesordnung bzw. dagegen? Damit ist die zweite Tagesordnung angenommen. Dankeschön. So, jetzt gibt es noch einen kleinen unschönen Punkt, den wir noch klären müssen. Und zwar wurde vor dem Landesschiedsgericht geklagt. Ich kann auch sagen, wer es war. Das war nämlich ich selbst. Bezüglich der Erstellung der Tagesordnung, beziehungsweise der Reihenfolge der Anträge.
Da hat das Landesschiedsgericht festgestellt, ja, das ist verspätet eingegangen. Also verspätet gemacht worden. Ich denke mal, da im Abgang recht wenig Diskussionen darüber waren, außer meine Tagesordnungsänderung, sollte das nicht dazu geführt haben, dass die Einladung zu dem LPT an sich ungültig ist. Aber ich will euch darüber befragen. Ist irgendjemand der Ansicht, dass er dass die Einladung zu dem LPT weder form- noch fristgerecht war? Das ist nicht der Fall. Es gibt keine Einwände gegen die form- und fristgerechte Einladung. Das möchte ich für das Protokoll festhalten. Das muss dann aber ein Protokollant jetzt nachträglich machen und dafür brauchen wir einen. Freiwillige. Ich hatte es ja im Vorfeld schon mal angekündigt, dass ich mir das eigentlich anders wünsche und ich habe es beim letzten LPT ebenfalls so gemacht. Ich brauche maximal 5 Minuten, um hier 2 Protokollanten zu haben. Ansonsten fahren wir nach Hause. Also es ist jetzt 10.26 Uhr. Ich unterbreche die Versammlung bis 10.30 Uhr. Wenn ich danach nicht 2 Protokollanten habe, schließe ich die Versammlung. Nicht vertagen, schließen. Haben wir uns verstanden? So, dann habt ihr jetzt 3 Minuten Zeit. Viel Spaß. Habemus protocollantus, protocollanti dann. So, würden sich die potenziellen Protokollanten vielleicht ganz kurz vorstellen der Versammlung, weil die darf dann eventuell auch darüber abstimmen. Gut, ihr dürft euren Namen dann selbst ins Protokoll eintragen, das ist toll. Hat irgendjemand etwas gegen die Protokollanten, außer die Protokollanten selber? Okay, wir müssen jetzt keine Abstimmung darüber machen, glaube ich. Ja, also Quatsch ist okay, aber lasst es bitte in einem Rahmen, den ich nur überblicken kann. So, kurze Frage noch. Ich meine, wir sind immer noch in der Unterbrechung, ja? Die geht bis 10.30 Uhr. Ich hatte es angekündigt, wir haben noch 2 Minuten, ihr wart super. Also ganz toll wäre natürlich, wenn das im Vorfeld klar wäre, aber hey, wir wollen jetzt nicht auf die Kirschen auf der Sahne schauen, wenn wir die Sahne haben können. Ach komm, hör mir auf mit Antragskommission. Ich weiß gar nicht, was wären das Topping auf der Kirsche, auf der Sahne? Die Schoko. Boah, seid ihr pervers. Amaretto, na, geht doch. Ja, klar, wenn Alkohol dabei ist, ne, dann weiß unser.
dachte schon. Kurze Rückmeldung bitte. Die Protokollanten, wie weit seid ihr? Protokoll? Alles klar, super. Also, wir können loslegen. Das heißt, wir können weitermachen. So, und dann kommen wir als nächstes zur Wahl eines Wahlleiters. Gibt es da Vorschläge? Trau dich. Der Pavel hat sich vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Gibt es nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für Pavel respektive dagegen? Pavel, herzlichen Glückwunsch, du bist Wahlleiter. Ja, so schnell gebe ich den Job nicht ab. Nee, hinterher muss ich mir Vorstand machen. Was? Genau. Der Pavel sucht auch noch Wahlhelfer. Ich glaube, 2, 3 sollten reichen. Also 6 Leute möchte er gerne haben. Meldet euch bitte direkt beim Pavel, der sitzt hier vorne im Moment noch, aber ansonsten dürft er ja auch bekannt sein. So, damit sind wir mit dem Wesentlichen im Vorfeld durch und fangen mit dem ersten Punkt an, nämlich die Abstimmung über positionierende VMBs. Da hatte ich in der Tagesordnung 2 VMBs reingeschrieben. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich mache ja gerne mal Fehler. Das wird mir auch heute ein paar Mal passieren. Das werdet ihr dann entsprechend korrigieren. Ich hatte 2 aufgeschrieben, nämlich... Weiterentwicklung des virtuellen Meinungsbilds, VMB und Online-Basisdemokratie. Wo wollen wir hin? Wenn jetzt jemand nachgeguckt hätte, was das denn für ein VMB ist, dann hätte er gemerkt, dass dieses VMB aus dem Jahre 2013 ist. Das brauchen wir nicht mehr zu behandeln. So, aber behandelt werden muss die Weiterentwicklung des virtuellen Meinungsbilds, VMBs. Und da bitte ich den Volker Berghaut, den ersten Vorsitzenden Volker Berghaut, ans Mikrofon, fast hätte ich gesagt Telefon. Ich darf ihn vorstellen, ne? Ja. Herzlich willkommen an den Open Slides Server. Ich freue mich, dass da ein Bild ist. Das Meinungsbild zur Weiterentwicklung des VMBs ist ein folgevirtuelles Meinungsbild zu dem Meinungsbild Weiterentwicklung des VMBs. Und zwar hat der Michael Weber ja uns, das war Anfang des Jahres schon mal gefragt, wollen wir dieses virtuelle Meinungsbild weiter benutzen und ausbauen? Da gab es eine große Mehrheit dafür. Und dann gab es den konkreten Vorschlag zu sagen, das Verschicken der Mails mit diesen Token soll über PGP verschlüsselt möglich werden. Und das wäre halt jetzt die Richtung, in die er das weiterentwickeln möchte. Darüber ging das VMB. Und es ist halt weniger ein politisch positionierendes Meinungsbild, sondern es ist an der Stelle innerparteilich und organisatorisch positionierend, in welche Richtung es weitergeht. Und ja, das, glaube ich, reicht zur Vorstellung des Antrags. Gut, damit ist dann die Diskussion eröffnet darüber. Beziehungsweise streng genommen gehen wir nach den Regeln vor. Wir machen jetzt ein Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, für das VMB zu stimmen, beziehungsweise dies zu übernehmen? Das wären jetzt die grünen Karten, respektive die roten. Ja, also eine gewisse Mehrheit kann sich vorstellen, das zu machen. Eine andere gewisse Mehrheit weiß nicht, wovon wir reden, aber das ist okay. Gut, dann ist die Diskussion eröffnet. Ich sehe niemanden, der ans Mikrofon gehen möchte. Damit schließen wir die Diskussion auch schon und wir kommen zur Abstimmung. Das heißt, du hast noch das Schlusswort. Ich verzichte auf das Schlusswort. Darauf verzichtest du. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung.
Wer ist für das VMB, respektive dagegen? Das VMB ist angenommen. Hey, Beschlüsse. Wir haben den ersten Beschluss gefasst. Wir sind wahnsinnig gut, ja. Und schönen Dank an Michael Weber, dass er es angestoßen hat und dass er da auch eine Bereitschaft signalisiert hat, das zu tun. Und wer in dem Bereich coden kann, der ist bestimmt, stößt bestimmt auf offene Ohren bei Michael, das zu unterstützen. Gut, dann machen wir den nächsten Punkt. Das ist die Nachwahl der Rechnungsprüfer. Da sind uns ja welche verlustig gegangen, bedauerlicherweise. Und es haben sich aber welche bereit erklärt, das dann schon mal zu machen, aber unsere Satzung sagt, dass die auf einem LPT zu gedingt sind, also ne, wählen und so. Und jetzt bitte ich diejenigen, die das sich da bereit erklärt haben, sich kurz vorzustellen. Oder irgendjemand, der sie vorstellen kann. Hier ans Mikro, wir haben ja einen Stream, die sollen auch was mitkriegen. Der Volker Weidmann war gewählt, es geht jetzt nur um den Bert Knob. Okay. Aber der Protter, der rennt gerade rum, ich suche ihn mal. Ach da. Ja, ja. Hallo oder sowas, keine Ahnung. Einmal im Stream winken. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe mich, sprich, einfach... letzten Sonntag, ja, bereit erklärt, der Jeanette zu helfen. Es war auch gar nicht so schwer. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer ist für den Protter, beziehungsweise Bernd Knob, respektive wer ist dagegen? Bernd. Sag nicht nochmal Bernd. Ich habe nie Bernd gesagt. Ich weiß gar nicht, was Bernd ist. Entschuldigung. Gut, okay, herzlichen Glückwunsch, du bist gewählt. Herzlichen Dank, dass du die Aufgabe übernimmst.